So, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mich jetzt noch entschieden, mir den BMW Z4 zu holen. In der M40 Version. Er wurde jetzt kosten 76.380. Habe ich jetzt das Angebot vorne liegen und werde aber jetzt mit dem Verkäufer noch einmal das Fahrzeug richtig konfigurieren und mal schauen, wo wir danach landen und dann noch gleich den Vertrag unterschreiben. Ich hoffe, Medium ist okay. Ja, ich muss dann erstmal mit dem Verkäufer klären. Er hat mir jetzt erstmal Wasser gebracht und ob ich danach hat, ob sie was ausmacht, wenn ich nebenbei danach noch filme. Ja, aber so sollte er eigentlich aussehen, schon in der vorhergehenden Konfiguration. Mal schauen, was man danach noch ändern bzw. anders machen. Also sieht er schon immer prima aus. Kannst ruhig durchgehen. Das stört nicht. Ich würde mal sagen, wir fangen dann halt von Grund auf noch einmal an mit der Konfiguration. Aber hast du schon die Farbe jetzt, die mir diese Frozen Grau ausgewählt? Okay. Und ich würde danach halt jetzt bitte dieses schwarze Paket, dieses schwarze Glanzpaket mit den Spiegelkappen und vorne mit der Niere reinnehmen wollen. Die Felgen sind noch die gleichen, die wir ausgewählt haben, einmal frei. Das Anthrazit-Silber-Effekt-Verdeck. Nee, das würde ich jetzt schwarz nehmen. Weil wir haben, ich habe jetzt die ganzen schwarzen Elemente dran, wie Felgen und Dings. Und da würde mir persönlich dann das schwarze Verdeck dann wiederum besser gefallen. Also die Außenspiegelkappen machen wir auch schwarz. Wir nehmen dann das komplette schwarze. Das ist doch danach halt mit drin, denke ich mir mal. Dann soll das noch elektrische Sitzverstellung sein. Genau, und doch diese Landorsen oder die wie sich das nennt. Genau. Lederlassmer? Ah ne, du kannst noch mal reingehen und wir können noch mal die Lederfarben einzeln durchgehen. Und dann würde ich die Gurte danach noch ändern. Machen wir das mal so. Ich habe wie gesagt Zeit mitgebracht, das ist nicht so schlimm. Die Kiste soll ja danach doch der ordentlich dastehen. Dann nicht nach der Bestellung nochmal umgefriemelt werden müssen. Sehr ordentlich. Also jetzt haben wir das Schwarze. Ich mach's mal zum Kontrast, im Kontrast zum Auto, gell? Das wäre weiß. Ha. Das wäre das Rote. Ha, nee, das Rote ist nicht so, das ist mir zu grell. Das wäre das Cognac. Oder du holst die Sitze noch mal so ran. Genau. Welche Stofffarben hättet ihr denn da gegebenenfalls? Ich würde mich jetzt schon auf das Leder hier konzentrieren. Aber hat er auch normalen Stoff oder gibt es ihn nur in Leder? Gibt es nur in Leder. Gut. Alles klar. Ja. Dann würde ich mal noch die Gurte rausnehmen, diese M-Gurte, weil die passen meines Erachtens jetzt nicht dazu. So, jetzt gut. Abgesprochen ist, sollen wir die Modellschriftzüge doch wieder dran haben? Wir machen es dran, ja. Passt alles. Die können wir zwar nicht immer noch mal abmachen. Nö, die lassen wir dran jetzt passt alles. So, das. Windschott, ist das seienmäßig oder ist das. Ah, okay. Die normalen gesteppten Gurte, das haben wir, das haben wir. Also wir haben die Hi-Fi-Lautsprecher drin. Die normalen, genau. Mach noch mal die Kontrastscheinwerfer, die schwarzen, wie die dann nachher ausschauen. Ich habe da nirgendwo was im Internet oder so Videos auf YouTube oder so gefunden. Weißt du, was ich meine, diese dunklen? Sind jetzt theoretisch schon drin. Ach, die sind automatisch drin? Ja, mit der Hochglanz-Shadowline mit erweiterten Umfängen. Ach so, da sind die, ah, okay, gut. Weil ich denke mal, so wirst du den Unterschied gar nicht sehen, gell? Wenn du das jetzt
Anosmos. Eben, das siehst du dann nur, wenn es live ist. Ne? Ja. Da ist dann nur der Untergrund schwarz, gell? Das Glas selber ist weiter hell, aber dann der Untergrund ist nicht mehr silber, sondern schwarz. Okay. Geschwindigkeitsregelung mit Stop-and-Go-Funktion. Brauche ich nicht unbedingt. Was kosten die nochmal? 650. Nee, ach so, direkt so ein Eingriff. Das nervt mich schon, wenn das mit dem Lenkrad. Also es ist auf jeden Fall eine mit Bremsfunktion drin, das kann man aber ausstellen. Nee, dann lass es. Brauche ich nicht. Lenkrad, wichtig. Heizung, ach so, Lenkrad, ist das ein Kombi mit Sitzheizung oder gibt es auch keine Sitzheizung? Weil bei meinem aktuellen gab es dann quasi ein Winterpaket, hat sich das genannt. Mhm. Und da war das dann. Das ist beim Vierer. Der hat jetzt Sitzheizung oder im Innovationspaket ist die drin, aber die Lenkradheizung ist extra. Ha. Und was kostet nochmal Lenkradheizung und dieses Innovationspaket? Das Innovationspaket haben wir schon drin. Ach so, okay. Da ist auch Head-Up-Display und so drin. Ja, so ja, das war mir auch wichtig. Das ist wirklich eine sehr gute Funktion, dieses Head-Up-Display. Die Lenkradheizung kostet 270 Euro. Dann nehmen wir mal mit rein. Nehmen wir mal mit rein. Und dann noch ein Garagenteufel. Nee, das ist Käse. Ja. Dann haben wir eigentlich nahezu Vollausstattung. Klingt gut. Kannst du noch mal dann das Auto mal drehen lassen, dass ich das mal so ein bisschen im Vollbild dann auch habe? Immer mit Dach auf und mit Dach zu. Drehen mit Dach auf geht irgendwie nicht. Macht es immer zu. Okay. Macht's immer zu. Dass ich mal hier noch ein paar Momentaufnahmen habe. Sag mir mal was zum Preis. Was kam raus? Müssen wir dabei knapp 80 sein. Hm? 80.000, okay. Plus dein Bereitstellungspaket. Okay. Gucken wir mal, was wir hier. Sehr schön. Sieht wirklich sehr gut aus. Ja. Einmal vorher. Gefällt mir. Das Cognac-Leder lassen wir. Wir lassen das. Ich habe. Perfekt. Das Grau noch nicht. Aber mal einen anderen, den grauen X3 habe ich mal mit Cognac-Leder. So, jetzt geht's mit dem Kaufvertrag in der Hand zurück. Und Lieferung des Z4 M40i ist danach nächstes Jahr. Also nächstes Jahr im April, sagte mir gerade der Verkäufer, kommt er danach. Der Z4 M40i mit der Ausstattung, was ich euch gezeigt hatte. So, na gut, jetzt geht es wieder zurück mit dem schönen Raptor. Und dann macht's gut bis zu einem meiner nächsten Videos.